Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Heute möchte ich mit euch wieder eine Karte basteln. Und zwar habe ich mir überlegt, nehme die Grundkarte heute mal in Savanne. Die habe ich wie immer geschnitten mit den Maßen 22,2 mal 15,6 und gefalzt habe ich es bei 11,1 cm. Dann braucht ihr einen Aufleger, den habe ich in Flüsterweiß gewählt. Und den habe ich zurechtgeschnitten in 14,7 mal 10 cm. Spielt in dem Sinne eigentlich gar keine Rolle. Ich brauche nur in etwa das Maß, weil ich daran noch etwas verändern werde. Ich möchte heute mit euch wieder mit Strukturpaste arbeiten. Und zwar mit dieser hier. Und mit, weil ich immer noch ganz viele davon habe, gepressten Blumen. Und da habe ich mir diesmal ausgesucht, einmal eine gepresste Mohnblume. Und so etwas. Fragt mich bitte nicht, was das genau ist. Das weiß ich nicht. Das ist einfach unten auf unserer Wiese gewachsen. Und ein bisschen von diesem Gras. Und das möchte ich gerne so auf dieses Blatt auflegen, dass von jedem so ein bisschen was da ist. Und um das zu befestigen, habe ich eine ganz tolle Idee. Und zwar, wie gesagt, mit der Strukturpaste. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ihr nehmt euch dazu einfach euren Spatel oder Spachtel. Ich sage nur Spatel dazu. Aber eigentlich ist es ein Spachtel, ne? Ah, egal. Ihr wisst ja, was ich meine. Und ja. Dann nehmt ihr euch die Strukturpaste. Und dann setzt ihr euch einfach auf euer Papier immer so kleine, wie sagt man denn? Ihr setzt euch einfach die Strukturpaste da drauf, immer mal links, mal rechts streichen, dass es so eine schöne Struktur erhaltet. Mehr soll es auch gar nicht sein. Dann nehmt ihr euch euer erstes Blümchen und setzt es dahin, wo ihr das gerne hinhaben möchtet. In meinem Falle soll es hier sein. Und jetzt streicht ihr euch einfach, nehmt dann noch mal ein bisschen was und davon streicht ihr euch jetzt, also nehmt nicht zu viel, ganz sachte so darüber. Und auch ein bisschen über die Blüte. Bei Mohn müsst ihr ganz vorsichtig sein, weil das ist ganz, ganz zart in den Blüten. Es dient im Prinzip nur der Befestigung. Aber immer aufpassen, so leicht am Rand. Also müsst ihr jetzt keine Angst haben. Und wenn da mal was abreißt, ist das auch nicht schlimm. Wenn das dann antrocknet, ist das bombenfest an diesen Stellen.
Gut. Das ist schon mal fest. Dann nehmt ihr euch euer nächstes und legt es da auf, wo ihr das hinhaben wollt. Und macht dasselbe mit der Blume. Wenn da mal was abgeht, wie hier, das ist nicht schlimm. Das wischt ihr euch dann einfach ab. Aber das passiert eben, ne? Das ist aber, wie gesagt, nicht schlimm, nicht tragisch. Hier würde ich jetzt nicht über die Blume gehen. Die klebt unten in der Strukturpaste schon so fest. So. Und als letztes nehmt ihr euch dieses Gras und dann guckt ihr, wie es am besten wirkt und setzt euch das auch noch mit da drauf. Nehmt wieder ein bisschen Spachtelmasse oder Strukturpaste, heißt es ja eigentlich, und streicht das auch schön hier drüber. Hier habe ich wieder ein bisschen was dran. Das streiche ich da einfach ab. Hier wird es schon trocken, prima. Ja, das hätten wir. Dann verschließt bitte gleich auch wieder eure Strukturpaste, damit ihr euch nicht austrocknet. Das geht wirklich ganz, ganz fix. Das sieht man hier. Hier ist es schon fast trocken, ne? Aber hier an der Stelle, da ist alles schon trocken. Hier, wo es ein bisschen dicker ist, da natürlich aufpassen, da dauert es noch ein bisschen länger. So, und das könnt ihr jetzt so trocknen lassen. Das dauert natürlich. Oder ihr föhnt es mit dem Heißluftföhn trocken. Das mache ich jetzt auch. Aber vorher mache ich meinen Spachtel wieder sauber. Und dann nehmen wir den Heißluftföhn und föhnt es mal ein bisschen an, dass wir auch weiterarbeiten können. Auch mal von der anderen Seite. Gut, ich würde sagen, das lassen wir jetzt einfach mal noch weiter antrocknen und in der Zwischenzeit bestempeln wir ein Stück Papier
mit unserem Spruch. Da habe ich mich für diesen Spruch entschieden. Schönen Geburtstag. Und den stempel ich mir in Espresso. Ich liebe Espresso. Überlege ich, was ich mache. Nehme ich eine. Nein, ich schneide mir das jetzt zurecht in so einem Streifen. Und das machen wir mit dem Falz- und Schneidebrett. Schneidet euch einfach zurecht, so wie es euch von der, ja, wie es euch gefällt. Und dann müsst ihr natürlich gucken, wenn ihr das hier auch, ich möchte es gerne hier unten hinsetzen, von der Länge, von der Breite. Und da könnt ihr dann variieren. Hier bei meinem Fall mache ich es noch ein klein bisschen kürzer. So denke ich, ist das okay. Dann wird der Rand jetzt noch ein bisschen eingefärbt. Das mache ich auch mit Savanne, weil sich das ja in der Grundkarte dann auch widerspiegeln soll. Jetzt machen wir erstmal den Stempel sauber, den wir eben benutzt haben. Benutzt ihr so ein Fingerschwämmchen. Hier steht auch noch mal die Artikelnummer drauf, wenn ihr die bestellen wollt. Und dann macht ihr einfach einen Finger hier rein. Huch, was war denn das? Das hatte ich auch noch nie. Überraschungseffekt. Dann geht ihr mit dem Schwämmchen hier rauf auf das Stempelkissen. Und streicht euch hier einfach den Rand so ein bisschen mit der Farbe auf. Und auch wirklich nur ganz dezent. So reicht mir das schon. Soll sich so leicht abheben von der Karte. Hat was, oder? Gut, das Schwämmchen kann weg. Jetzt gucken wir mal, wie trocken es schon ist. Oh, das sieht gut aus. So, und jetzt kommt das, was ich vorhin meinte. Ich möchte es gerne hier ein bisschen an die Karte anpassen. Und so schneiden wir jetzt erstmal hier grob die Stiele ab. Und jetzt macht ihr was, wo ich bestimmt jetzt erschreckt, aber das wirkt ganz toll. Ihr reißt euch hier das Papier einfach ein. Komplett einmal hier oben, wenn ihr das möchtet, oder nur oberhalb. Da müsst ihr mal gucken, wie es gerissen am besten dann aussieht.
Habt keine Angst. Und wenn was abbricht von den Blumen, das ist nicht schlimm. Es wirkt doch toll, oder? Hier können wir ruhig noch ein bisschen reingehen. Ich finde das total schön. Und reißt ruhig nach oben hinweg, dann entsteht hier diese schöne Reißkante. Seht ihr das? Und wie gesagt, keine Angst haben davor. Ja, so reicht mir das auch schon. Jetzt mache ich mal meinen Platz sauber. So, wenn ihr euch nämlich jetzt die Karte nehmt und dass ihr euch hier drauf denkt, hat das nämlich einen ganz, ganz wundervollen Effekt. Und das wird jetzt auch nochmal geinkt. Dann machen wir auch mit Savanne. Da geht hier einfach hier nochmal so über den Rand drüber. Hat doch so ein bisschen Vintage-Stil, oder? Was ihr auch machen könnt, ihr könnt mit der Farbe so ein bisschen schwebend auf dem Papier entlang auf diesen erhabenen Stellen von eurer Strukturpaste nochmal so drüber reiben, dass da auch nochmal so ein Effekt entsteht. Könnt ihr das erkennen? So wirklich nur ganz, ganz sachte. So, und mehr möchte ich da gar nicht drauf machen. Gut, und das muss jetzt aufgeklebt werden. Und das macht ihr euch ganz, ganz einfach. Ihr überlegt erstmal, wie ihr es aufsetzen wollt. In meinem Falle mache ich das jetzt so. Und dann nehmt ihr euch ganz einfach den Tombow und setzt euch aber nur in der Mitte so ein bisschen Farbe drauf. Ach, Farbe, Quatsch. Kleber. Und das setzt ihr euch dann auf die Karte. Haltet so ein bisschen fest, dass es schön anziehen kann. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, also wenn das fest ist, hier die Seiten so ein bisschen hochdrücken. Aber das würde ich nur so ganz sachte wirklich machen. So sieht das Ganze jetzt aus. Hat auch so einen leichten Schimmer durch diese Strukturpaste, wenn die angetrocknet ist und ganz dünn aufgetragen ist, dann glitzert, dann glänzt es einfach ein bisschen. Und das ist total toll. Jetzt fehlt noch unser Spruch. Wie gesagt, den möchte ich ja hier unten aufsetzen.
Und das mache ich mit Dimensionals. Und das setzt ihr euch dann einfach hier unten auf. Wenn man mag, kann man da jetzt noch Glitzersteinchen aufsetzen oder Perlchen oder. Was ich ganz toll finde, was wir auch haben oder hatten, ich weiß jetzt gar nicht, bei Stampin' Up. Ich habe jedenfalls noch welche irgendwo in den Tiefen meiner, diese hier. Oder nein, das sind die glitzernden, die möchte ich nicht. Hier. Könnt ihr das sehen? Das sind wie so kleine Regentröpfchen. Die könnte man aufsetzen. Oder hier so kleine Halbperlen als Tropfenform. Na, könnte man jetzt da noch mit aufbringen. Wenn ihr die nicht da habt, hier habe ich noch ein paar mehr. Wenn ihr die nicht da habt, dann empfehle ich euch den Präzisionskleber. Der ist super geeignet dafür. Da kann man auch punktuell da, wo man möchte, mit dem Kleber kleine Punkte machen. Und die kleben dann ja nicht mehr. Wenn die trocken sind, dann sind die fest und man hat den Effekt wie so eine kleine Perle hier, so eine Halbperle. Ich setze mir jetzt aber, weil ich sie ja noch da habe, von diesen welche da drauf. Ruhig in den verschiedenen Größen, die ihr die da habt. Guck mal, es hat doch was, ne? Setzen wir noch einen dahin. Und hier. Der will nicht. So, mehr möchte ich jetzt gar nicht drauf machen. Nicht, dass es zu überladen wirkt. Nur als Beispiel, dass ihr es auch mal seht. Was sagt er? Unsere Karte ist fertig. Gefällt sie euch? Also mir gefällt die total. Ich hatte letztens die Idee und umgesetzt hatte ich es in einer anderen Form. Da habe ich es mal ausprobiert. Und zwar so. Und da könnt ihr zum Beispiel sehen, da habe ich diese kleinen Punkte gesetzt mit dem Präzisionskleber. Da überall habe ich kleine Pünktchen gesetzt. Könnt ihr es erkennen? Jetzt sieht man es ganz gut, ne? Da überall. Und hier überall. Und wie ihr seht, es wird fest, klebt nicht mehr. Ist wie so eine kleine Perle. Ja, das war meine Probekarte und ich finde, die ist auch total toll geworden. Nur und dadurch, dass man das hier drüber streicht, das ist richtig fest, die geht nicht mehr ab. Ja, dann hoffe ich ganz einfach, dass es euch gefallen hat, dass ihr die Lust bekommt, sowas mal auszuprobieren. Es ist so viel in der Natur gerade. Die Blumen, Blüten, Gras explodiert gerade alles total. Ja, bastelt damit. Es ist so schön. Es sind individuelle Geschenke. Die Beschenkten freuen sich. Schreibt mal wieder Karten.
Das Thema hatte ich letztens mit einer ganz lieben Kundin, dass viel zu wenig handschriftlich Briefe geschrieben werden oder Karten geschrieben werden. Und ja, nun noch alles über Handy etc. passiert. Schreibt doch einfach eure Oma, eurem Opa, Mama, Papa, Tante, Onkel mal wieder einen schönen Brief, eine schöne Karte. Per Hand. Das ist so toll. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Bleibt alles schön gesund, denn das ist das Wichtigste. Und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss, eure Claudia aus Heiligenstadt.